Hallo liebe KSC-Fans, heute bei Wildpark Weekly sprechen wir nicht nur mit den Jungs vom Fanradio, sondern wir hören auch die Pläne von Sirus Mutikalemi für Elversberg und die darauffolgende Winterpause. Aber wir haben auch eine absolute Legende zu Gast. Jens Nowotny schwelgt mit uns in blau-weißen Erinnerungen. Wir erinnern uns natürlich sehr, sehr gerne an deine aktive Zeit beim KSC zurück. An was erinnerst du dich denn persönlich besonders gerne? Eigentlich alles, was mit diesem Team damals zusammenhängt. Was mir immer wichtig war, das ist natürlich die persönlichen Kontakte. Und jetzt haben wir wieder bei der Stadioneröffnung, als ich eingeladen wurde und dann ist da der Epse Kall oder der Wittel ist dann da oder der Rainer Krieg, der Apparat, und man nimmt sich in den Arm und das sind einfach Menschen, die trifft man gerne und man freut sich, mit denen wieder am Tisch zu sitzen, sich zu unterhalten, weil man nicht nur eine geile Zeit erlebt hat, sondern weil man wirklich auch persönlichen Kontakt hatte. Und das ist mit keinem Erfolg eigentlich aufzuwiegen. Natürlich schön, wenn man Titel gewinnt, aber ich glaube, dass die Menschen und jetzt auch die U17 diese Medaille irgendwo angucken und die Erinnerung daran aber mit persönlichen Momenten verbinden. Und so geht es eigentlich jedem. Wie schätzt du denn die aktuelle Situation unserer Profis jetzt nach der Hinrunde ein? Ja, es ist wie im Fußball überall. Es ist ein Auf und Ab. Wichtig ist nur, dass man, KSC hat man immer Erfolge erzielt, wenn man es schafft, dass die Fans hinter einem stehen. Und wenn du das hinbekommst mit einer leidenschaftlichen Leistung auf dem Platz, fußballerisch muss es nicht immer ein Leckerbissen sein, aber zumindest die Leidenschaft muss da sein, der Einsatz und der Wille, dann hat man große Chancen, zumindest in den Heimspielen sehr erfolgreich zu sein. Was dich natürlich auch ausmacht als Trainer, ist, dass du einen riesen Erfahrungsschatz hast, auf den du zurückgreifen kannst. Was für Erfahrungen oder Lehren hast du so konkret aus deiner Zeit beim KSC gezogen, die du jetzt an die Jungs weitergeben kannst? Ja, eigentlich vom KSC her wirklich das zu vermitteln, dass man als Mannschaft, wenn man wirklich auch als Mannschaft auf dem Platz steht und denkt und zusammen agiert und dass es dann doch viel, viel mehr wert sein kann im Vergleich zu Einzel- oder individueller Qualität. Deswegen ist das, was man gerade, was wir hatten in der Valencia-Zeit, wo wir ja wirklich als der Zusammenhalt ja schlechthin dargestellt wurden. Und da hat man Erfolge erzielt. Gegen Rostock war ja unser Inklusionsspieltag mit dem Motto, es ist normal, verschieden zu sein. Aber auch an allen anderen Spieltagen bemühen wir uns, so inklusiv wie möglich zu sein. Und einen großen Beitrag dazu leistet das Fanradio. Das könnt ihr bei jedem Heimspiel und bei vereinzelten Auswärtsspielen über ksc.de empfangen. Und was genau euch da erwartet, das verraten zwei der Moderatoren. So. Sven und Lukas, ihr habt nicht nur das Spiel gegen Hansa Rostock heute kommentiert fürs Fanradio, sondern habt schon sonst viele Höhen und Tiefen des KSC begleitet. Was macht denn das Fanradio für euch aus? Ja, wir machen ja zunächst einmal Audiodeskription, das heißt, wir beschreiben haargenau, was auf dem Feld passiert. Weniger Statistiken, weniger drumherum. Also beim klassischen Fußballkommentator würde ich ja jetzt eher bewerten und halt sagen, ob er jetzt eine Situation gut löst, schlecht löst, vielleicht hier und da was abseits des Bildschirmes passiert beschreiben. Aber unsere Aufgabe oder unsere Hauptaufgabe liegt darin, haargenau zu beschreiben, was auf dem Feld passiert. An wen richtet sich denn das Fanradio vor allem? Ja, ich würde erstmal sagen, hauptsächlich an Sehbehinderte. Man hat immer so ein bisschen die Motivation, es wirklich so haargenau zu beschreiben, dass, wenn man nichts sieht, dass man sich wirklich genau vorstellen könnte, wo ist gerade der Ball, wie bewegt sich die Person gerade, die den Ball hat, wie steht der Gegner im Vergleich zu. Ihr seid ja KSC-Fans. Müsst ihr beim Kommentieren neutral bleiben oder kommt da durchaus der Fan mal raus? Heute gab es die ein oder andere Situation, wo dann schon auch die Emotionalität rauskommt, aber das ist ja auch klar, ne? Wenn man bei uns zuhört, wir sind das Fanradio, das will man vielleicht sogar auch, wenn man da zuhört, aber grundsätzlich versuche ich schon darauf zu achten, auch neutral Situationen auch einzuschätzen. Du hast gesagt, das Fanradio richtet sich an Menschen mit Sehbehinderung, kann trotzdem jeder davon profitieren? Ich denke schon, wenn man nicht im Stadion ist, ist es, glaube ich, schon eine ganz schöne Alternative, sagen wir mal, weil ich glaube, es kommt trotzdem die Emotionalität, die beim Fußball, gerade beim KSC, oft aufkommt, kommt trotzdem schön rüber und es ist einfach eine schöne Alternative. Also ich würde, wenn ich das jetzt hier nicht mache und mal nicht im Stadion bin,
wäre auf jeden Fall eine Option, eine gute. Unser letzter Gast in diesem Jahr ist ein Liga-Neuzugang. Wir haben insgesamt erst zweimal gegen die SV Elversberg gespielt. Das war in der Saison 2000-2001 in der Regionalliga Süd. Und es war einmal unentschieden und einmal haben wir 3:0 gewonnen. Allgemein lief es eigentlich ganz gut mit Liga-Neulingen in dieser Hinrunde. Wir haben nur einmal verloren und zweimal gewonnen. Wie wir jetzt einen dritten Sieg gegen einen Neuzugang machen, das verrät uns Sirus. Sirus Elversberg ist ja so ein bisschen eigentlich ein Underdog, hat aber eine sehr, sehr gute, ordentliche Hinrunde gespielt. Mit was für einer Mannschaft rechnet ihr am Sonntag? Wie du sagst, eine Mannschaft, die mit ihrer Außenseiterrolle in der zweiten Liga bisher sehr gut gefahren ist, eine sehr eingespielte Truppe ist, die einen sehr erfahrenen Trainer hat, die natürlich auf so einer Erfolgswelle im ersten Jahr zweite Fußball-Bundesliga schwimmt und reitet. Deswegen wird es sicherlich ein sehr schwerer Gegner, den es absolut nicht zu unterschätzen gilt und wo wir natürlich aber trotzdem die Punkte hier im Wildpark behalten möchten. Du hast es schon angesprochen, man kann Elversberg durchaus unterschätzen. Besteht da in der Kabine die Gefahr aktuell? Absolut nicht. Wir haben eine sehr erfahrene Truppe, die natürlich auch die Tabelle kennt. Und genau das ist das, was wir auch im Trainerteam immer versuchen anzusprechen, wo wir ein bisschen mahnen möchten, wo wir uns natürlich auf den Gegner optimal vorbereiten wollen. Und dennoch glaube ich, dass es einfach wieder darum geht, dass wir unsere Stärken auf den Platz bekommen. Und dann ist es egal, wie es auch in der Vergangenheit schon gewesen ist, gegen wen man spielt. Also deswegen Konzentration auf uns, den Gegner absolut respektieren und versuchen dann, das Bestmögliche rauszuholen. Welche Bedeutung hat es denn für die Mannschaft, ob man jetzt mit einem Sieg oder einer Niederlage in die Winterpause geht? Macht das was mit einem? Ja, definitiv. Also wir haben jetzt, glaube ich, 4 Spiele hinter uns, wo wir nicht verloren haben. Das ist schon mal eine sehr gute Bilanz. Und jetzt gilt es einfach mit dem letzten Spiel nochmal vor Weihnachten, so ein kleines Weihnachtsgeschenk uns allen mit 21 Punkten dann in die Winterpause zu gehen, zu bescheren. Und absolut hat man dann einen Tick bessere Urlaubstage, als wenn du jetzt mit einem Negativerlebnis in die Pause gehen würdest. Was ist denn dein persönlicher Plan für den Urlaub nach Elversberg? Ja, das muss ich noch familiär final abchecken. Wir sind eigentlich sehr spontan. Wir genießen aber auch die Tage einfach auch dann mal, wenn wir nichts haben, zu Hause, mit Freunden, mit der Familie. Kann aber dennoch sein, dass es uns vielleicht nochmal in den Süden spontan für ein paar Tage verschlägt. Da sind wir offen und da halten wir uns auch noch jede Tür eben offen, ja. Nach Elversberg müssen wir uns zum Glück noch nicht vom Babybank Wildpark verabschieden für dieses Jahr, denn am 22. Dezember gibt es noch das große KSC-Stadionsingen. Mit rund 5000 Menschen wollen wir da in feierlicher Stimmung Weihnachts- und KSC- und Fußballlieder singen. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dabei und wir sehen uns noch ein letztes Mal für dieses Jahr im Stadion. Bis dann!